Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim nächsten Teil. Ich glaube, das ist jetzt der vierte Teil vom Heidigsweg hier in Wietzendorf. Ihr wisst, das ist der schöne Weg, der hier, also ich glaube, 1,5 Kilometer an der Ortsrandlage von Wietzendorf ist und wo sich jemand letzten 45 Jahre drum gekümmert hat, bemüht hat, verschiedenste Obstbäume zu pflanzen, teilweise selber zu ziehen, über 100.000 verschiedene Blüten, Frühjahrsblüher sind hier im Boden. Das heißt, wir haben hier jedes Frühjahr um die Osterzeit natürlich so ein richtiges Krokusmeer. Wir haben jede Menge Narzissen. Ja, und das ist natürlich wunderbar hier so als Wanderziel. Wird auch viel beworben in Wietzendorf-Touristik, Heidetouristik. Da findet man das auch als, ja, damit wird auch geworben so ein bisschen, weil es ist auch einfach schön. So, wir wollen heute mal kurz wieder reingucken. Wir haben ein paar Pflanzen, an denen sich leicht was verändert hat. Tatsächlich aber nicht viel. Und deswegen quatschen wir nicht lange, starten wir direkt, weil sonst wird es wieder so lang und das wollen wir nicht. Also, kurzes Video machen wir heute, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Wir werden sehen. Los geht's, kommt. Vielleicht vorweg noch eins gesagt. Wir haben jetzt die Grünlandtemperatursumme von 610. Wir haben also nur 60 Grad gesteigert zu letzter Woche. Da hatten wir die Grünlandtemperatursumme von 550. So, das heißt, daran könnt ihr also schon erkennen, bei uns hier in Wietzendorf, das war nicht warm, das war kalt. Und in der nächsten Woche wird es noch mal kälter. Wir haben letzte Woche eine Nacht mit Frost gehabt. Kommende Woche, laut Wettervorhersage, werden es mindestens 2 Nächte werden mit 0 oder unter 0 Grad in der Nacht. Nicht so schön. Auch nicht für die Bienen, obwohl die Bienen kommen damit schon gut klar. Nur wir haben dann natürlich 2 Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Erstens, das Futter müssen wir darauf achten. Und zweitens, die Schwarmlust. Ja? Das heißt, wenn ich heute da noch in die Bienen reingucke, und ich muss es leider machen, auch bei der Temperatur, aber ich werde es wirklich nur kurz machen, die Kippkontrolle, die kennt ihr ja. Und dann werde ich da reingucken und hoffe, dass ich nur maximal Spielnäpfchen sehe, weil letzte Woche habe ich Spielnäpfchen gehabt. Diese Woche hoffe ich mal, dass es auch nur Spielnäpfchen sind und nicht, dass da schon eine Schwarmzelle mit drin hängt. So, ja, also Futter und Schwarmtriebigkeit und dann noch eine Woche die Daumen drücken und dann soll es dann ja wohl laut Wetter Schätzung soll es dann wohl ab dem 27. April endlich dann wärmer werden. So, los geht's hier mit dem Apfel. Hier haben wir die unbekannte Sorte Apfel, also nicht der Klarapfel zum Anfang, sondern diese unbekannte Sorte. Und ihr seht, da tut sich tatsächlich nichts. Das ist auch gut so. Da kommt auch die stille Hoffnung hier so. Und dann kommt auch die stille Hoffnung, dass die nächste Woche noch zubleiben. Weil viel kommt an Wärme nicht dazu in diesem Pflanzenspeicher, der nachher mit der grünen Temperatursumme ja bemessen werden kann. Hier ist schon, kann man schon erkennen, das war nicht so gut, aber also die werden wahrscheinlich in der nächsten Woche weiter aufgehen, diese hier, und dann werden die dem Frost zum Opfer fallen, aber die anderen könnten Glück haben. Und das heißt, wenn es dann wirklich etwas wärmer wird, ja, dann könnten wir die Chance haben, dass die Bienen in den Apfel gehen. So, wir sind ja hier im Aronia, haben hier ein Aronia-Feld und da schauen wir doch direkt mal rein. Wir haben ganz viel Löwenzahn hier in den Reihen. Ja, und jetzt gucken wir mal hier rüber. In den Reihen ist ganz viel Löwenzahn. Und jetzt gucken wir uns mal hier so Blüten an, wie die stehen bei 610 Grünlandtemperatursumme. So, schaut euch die an, so sieht das aus. Also bin ich mal gespannt, wann die anfangen zu blühen. Aronia bei 610. So, hier haben wir die, ich glaube, das war die gelbe Knorpel. Ja, die hat es hinter sich, ne? Also da hat es der Frost, also die ist erstmal, ist sie natürlich am Ende der Blüte gewesen, vor einer Woche Vollblüte. Aber am Ende hat es der Frost dann auch dahin gerichtet. Wie viel da jetzt noch rauskommt, mal gucken, wie viel Knötchen wir nächste Woche vielleicht sehen oder vielleicht sogar schon übernächste Woche.
Ja, das schauen wir aber im nächsten Teil. Das ist die Birnenquitte, viele Blätter. Und wir müssen in die Spitzen gucken bei der Birnenquitte. Hier, da haben wir den ersten Blütenansatz. Birnenquitte 610. Die Kultur Heidelbeere bei 610. Auch hier schauen wir uns die Blüte an. Und ihr seht, so, die ist von unten geöffnet. Ja. Und nun gibt es Leute, die stellen ihre Bienen nicht gerne in die Kulturheidelbeere. Man sagt, ich habe jetzt keine Ahnung davon, ob das wirklich stimmt, ich bin da jetzt nicht der Herr Professor. Man sagt, die Bienen müssen, das tun sie dann auch, sie müssen erst von der Seite, Moment, also hier von der Seite die Blüte aufbeißen, damit sie an den Nektar kommen. So schaffen sie das nicht. Dafür sind sie nicht gemacht bei der Kulturheidelbeere. Ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber so sagt man hier in der Gegend zumindest. Wir haben ja Kulturheidelbeeren bei uns. Vielleicht gibt es andere Sorten, wo es besser geht, weil Kulturheidelbeerenhonig habe ich schon gesehen, kann man kaufen. Vielleicht ist das nur mit erheblich mehr Aufwand verbunden. Der Klarapfel, da ist er doch, Mensch. Siehst du, was haben wir denn hier? Was finden wir hier? Hier finden wir die Blüten. Ihr seht, die Blüten sind beschädigt. Ja, beziehungsweise sie sind auch einfach jetzt durch, die ersten. Aber dieses Braune bezeichne ich jetzt mal als Frostschaden. So, wie ihr das hier seht. Ja, aber da kommen noch welche. Der Baum hat es noch nicht hinter sich, sondern da sind noch welche in Reserve. Und ein Apfelbaum ist durchaus in der Lage, jetzt eine Woche stillzuhalten. Oder auch manchmal sogar zwei, aber eine Woche stillzuhalten, um die Kälteperiode, die Kältetage, die jetzt kommen, zu überbrücken. Hier sind die Johannisbeeren, die haben schon die ersten Fruchtansatz, die sind durchgeblüht. Die Mirabelle, die ist durchgeblüht. Ja, und dann gucken wir hier drüben hin. Das ist die Walnuss. In der letzten Woche war da noch gar nichts zu sehen. Und jetzt müssen wir mal hier rangehen, denn hier tut sich jetzt was bei 610, ja, es passiert was bei der Walnuss. Bitteschön. Hier ist jetzt die Apfelquitte. So, Apfelquitte, Birnenquitte haben wir gerade gesehen. Ja, da hat sich also was getan, schlagartig. Und auch hier tut sich was, die Apfelquitte. Ja, so sieht sie aus bei 610. Also auch trotz der Kälte, es tut sich was. Klar, weil die Temperaturen in dem Wärmespeicher der Pflanze steigt weiter an, auch wenn es wenig ist, aber es tut sich was. Apfelquitte 610. Hier die rote Johannisbeere, ja, hat schön Früchte drin, also Fruchtansatz. Ah, hier werden sich sicherlich einige dran bedienen, sobald die schön rot sind. Die schmecken bestimmt ganz gut. So, das ist die Sorte Jonker von Telz. Da drüben diesen ganz kleinen gelben Streifen. Ich denke, diesmal könnt ihr ihn schon erkennen. Das ist ein Rapsfeld in Vollblüte. Genau von derselben Position gefilmt wie in den letzten Teilen. Ja, der Raps ist jetzt in Vollblüte. Tja, nur ist es eben zu kalt. Und die Bienen haben da nicht so Bock drauf, leider. Beziehungsweise, was heißt leider, mir ist Obstblüte eigentlich lieber als Raps. Aber das ist ja Geschmackssache. Nichtsdestotrotz, Rapsfeld 610. Eine Woche wird es jetzt nochmal richtig kalt und dann wird es wieder wärmer. Vielleicht bleibt ja für die Bienen noch was übrig. Aber die Bienen fliegen ja voll auf Raps. Das heißt, wenn noch was übrig sein sollte, dann werden sie dieses Feld auch finden. Der Hochstammapfel Roter Bosskopf, ja, hat geblüht, hat Frost gekriegt. Das wird dieses Jahr vermutlich jetzt nicht der größte Hit, was die Äpfel angeht. Also ich rechne nicht mit viel Befruchtung. Schade, aber wir gucken im Laufe des Jahres natürlich hier rein, ob und wie viele Früchte hier dran hängen werden. Ja, das war die Nektarine. Der war es zu kalt, wie man sieht. Das hat wohl nicht wirklich gut funktioniert. Aber es gibt bestimmt auch Jahre, in denen das gut klappt. Der Mispelbaum, er grünt so grün, der grünt so grün, aber wir wollen ja auch was sehen.
dann müssen wir mal an die Seite gehen. Dann werden wir auch eine Mispel sehen. So, Mispel. Blütenansatz bei 610 Mispelbaum. So ist der Stand. Der Apfel Goldparmene, ja, den hat es auch kalt erwischt. Den wird es in der nächsten Woche auch noch mal kalt erwischen. Und da erwarte ich mir nicht allzu viel Äpfel im Laufe des Jahres. Hier haben wir die Büttners rote Knorpel. Die sieht trotz der Kälte ganz gut aus. Und es sind auch Hummeln drin. Und auch echt viele Blüten noch da oben, wenn ihr das so sehen könnt. Oder auch hier, ja. Also es ist schon was da. Nur, Frage ist, wie viel kann befruchtet werden, wenn unsere Honigbiene da nicht drin ist. Und die ist aber auch in Blüte da oben. Also da ist alles voll. Wow. Klasse. Ja, meine Lieblingsmirabelle. Oder meine Mirabelle. Ich mag Mirabellen ja gerne. Schwupps war sie da. Schwupps ist sie weg. Ein bisschen mehr Wärme hätte ihr gut getan. Ja, wie ihr sehen könnt, ist heute ganz schön windig und dementsprechend auch kühl. Hier haben wir jetzt nochmal die Birnquitte. Ihr seht so einen richtig schönen Blütenansatz überall. Na, seht ihr das? Und das ist jetzt so der ganze Weg. Also man sieht jetzt auf dem ganzen Weg bis nach hinten durch überall einen ja, weißen, rosafarbenen Pflaum. Ja, so überall die Tupfer und gerade die Äpfel, die sind halt so... Ja, die sind auf kurz vorm Aufblühen oder in der Blüte. Die Kirschen sind jetzt so knapp durch. Das geht jetzt eigentlich den ganzen Weg so weiter. Schauen wir uns jetzt mal den Grafensteiner an, wie ihr seht. Der sieht nicht mehr so gut aus. Ja, der hat einen mitgekriegt, beziehungsweise ist auch einfach durchgeblüht. Es gibt hier und da gibt es noch Blütenansätze, die kommen noch. Aber ich denke mal, ansonsten hat es der Baum jetzt durch mit der Blüte und da hoffen wir mal, dass noch einiges befruchtet worden ist, sodass wir auf schöne Äpfel hoffen dürfen. Hier haben wir die Süßkirsche Prunus oder Lapins. Die ist komplett durchgeblüht. Hier wollen wir aber mal in die Knorpel gucken. Wollen wir uns mal angucken, ob wir Verdickungen haben an den Blüten. Und ja, hier schaut mal, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, der Wind, der ruppelt hier ein bisschen dran. Aber so, schaut mal, es sind doch einige Verdickungen da. Also das ein oder andere Früchtchen hat doch eine Befruchtung erlebt und sollte daher zur Kirsche werden. Hoffen wir mal, gell? Nicht alle, wie man sieht, aber ein paar sind doch dabei. Das sieht an dem Baum hier ganz gut aus. So, hier haben wir jetzt den Speierling. Also das ist der Fruchtbaum, der mir eigentlich gar nichts sagt. Und ich auch noch keine Antwort von euch bekommen habe, was der so macht oder wie der schmeckt oder wie man das verarbeiten kann. Der Speierling hat allerdings jetzt einen ordentlichen Schuss gemacht und sieht jetzt im Augenblick so aus. Speierling bei 610. Und weiter oben, da sieht man auch schon Blütenansätze. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Da müssen wir also noch mal eine Woche warten, bis wir da mal uns das näher ranziehen können. Vielleicht ist dann auch schon mal hier unten was. Ich will nichts kaputt machen an der Pflanze. Also von daher Speierling, ne, auch da seht ihr Blütenansätze. Speierling bei 610. Und wer weiß, was man mit Speierling machen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Hier haben wir den Hochstammapfel Ontario. Und der Ontario, der hält sich noch bedeckt. Der hält noch alle Blüten zu, der will noch nicht. Und da tut er wahrscheinlich auch gut daran, ne? Weil so kommt er gut durch die nächste Woche und geht dann auf Ende April, Anfang Mai. Und dann wird er bestimmt gut beflogen, wie ich hoffe. Und dann wollen wir mal gucken, was hier für Äpfel rauskommen. Ontario bei 610. Ja, und so geht der ganze Weg weiter. Jeder Apfel etwas weiter zurück. Aber die Äpfel, das ist noch das Spannende, oder auch die Mispel oder so, die wir uns in den nächsten Teilen nochmal genauer angucken. Die Birne, die ist durch, die brauchen wir uns nicht mal anzugucken.
Aber die anderen, ja, die schauen wir uns in den nächsten Teilen an. Hoffentlich ist das Wetter dann ein bisschen besser. Und ihr seht, reichlich Spaziergänger auch da drüben. Ja, da kommen gerade welche. Und von der anderen Seite kommen auch welche. Und dementsprechend werden wir jetzt auch mal weiter eine Runde spazieren gehen. Also, wie ich eben schon sagte oder am Anfang des Videos, nächste Woche wird es noch mal richtig kalt. Wir schauen deswegen nächste Woche noch mal rein hier in die Pflanzen. Und dann müssten Ende April, Anfang Mitte Mai, haben wir dann alle Blüten durch. Und dann gucken wir mal, was die Früchte machen. Aber jetzt ist erstmal Wietzendorf 9 Grad, Temperatursumme 610, kalt. Ich melde mich ab für heute. Macht's gut, tschüss, genießt das Wochenende.